In dem abgelegenen Lehrgebäude 10 befindet sich im zweiten Stock ein Club der ganz besonderen Art. Hier ist der Sitz des Elektronikclubs Cottbus, kurz ECHO. Von einem Auslandsaufenthalt in Finnland brachte Richard Weikel 2008 die Idee zur Gründung eines Elektronikclubs mit nach Cottbus. Der ECHO hat zurzeit 12 Mitglieder und bietet allen Interessenten die Möglichkeit, sich mit den Gebieten der Elektronik praktisch auseinanderzusetzen. Unsere Mitglieder sind hauptsächlich Studenten der BTU, aber wer Interesse hat, kann einfach mal vorbeischauen, guckt sich die Sache an. Und wenn er Spaß am Elektronikbasteln hat, ist er uns willkommen. Der ECHO hat auch viel zu bieten. Hier findet man nicht nur alle benötigten Werkzeuge und elektronischen Bauelemente, wie zum Beispiel Kondensatoren oder Widerstände, sondern auch einzelne Messinstrumente wie Oszilloskope, um Messungen zu erstellen oder Berechnungen zu überprüfen. Dieser Club ist nicht nur für Elektrotechnikstudenten da. Hier finden sich auch Informatiker, Maschinenbauer, IMTler, BWLer und auch Kultur- und Technikstudenten. Wer gerne an Geräten bastelt, etwas selber reparieren möchte oder das Bedürfnis hat, sein Wissen mit anderen zu teilen, findet hier Hilfe, Kontakte und Unterstützung. Wenn man hier zum ECHO kommt, dann hat man halt erstmal das ganze Material und was halt auch ganz wichtig ist, halt Leute, die davon auch Ahnung haben. Und wenn man dann wirklich mal eine Frage hat und nicht mehr weiter weiß, dann können die einwandfrei helfen. Es gibt immer ein großes Clubprojekt, da kann man sich dran beteiligen, muss man allerdings nicht. Und wenn man halt, man kann auch ohne Probleme seine eigenen Projekte hier verwirklichen. Private Objekte, die im ECHO realisiert wurden, können ganz einfache Dinge wie die Reparatur eines Kopfhörers sein oder aber auch kompliziertere Sachen wie der Bau einer Eierbemalmaschine. Ich bin zwar Maschinenbauer, aber auch mich interessiert die Elektrotechnik und da habe ich was ein bisschen Maschinenbaulastiges gebaut, also eine CNC-Ostereibemalmaschine praktisch. Inspiriert wurde das aus dem Internet weitgehend. Da gab es Leute, die schon sowas Ähnliches gebaut haben. Und der ECHO hat mir eben jetzt die Möglichkeit gegeben, das hier zu verwirklichen. Das erste Gemeinschaftsprojekt vom ECHO, das war hier das Belichtungsgerät. Das ist auch heute noch stark in Betrieb. Das ist quasi die Hauptkomponente, wenn wir unsere eigenen Platinen herstellen. Wir haben Grundplatinen, die sind mit fotoempfindlichem Lack überzogen. Dann drucken wir unsere eigenen Schaltpläne aus. Die werden auf Folie ausgedruckt, werden auf die Platine aufgelegt. Das Ganze wird dann aufs Belichtungsgerät gelegt für etwa 5 bis 10 Minuten. Die UV-Strahlen schmelzen so gesehen das Material ab, was wir dann nicht brauchen. Danach kommt die Platine ins Entwicklerbad für auch etwa eine Minute bis 2 Minuten. Anschließend wird sie dann in die Säure getan, wo sich der Rest ablöst, der nicht gebraucht wird. Und diese Platinen sind dann, werden bei uns zum Beispiel verbaut ins Clubprojekt oder in anderweitige Projekte. In diesem Jahr wird im ECHO an einer Uhr gearbeitet. Wir haben ja erstmal die Hauptplatine. Da hängen dann nachher nicht nur 8 LEDs dran, sondern 60, immer im Kreis. Hier eine Platine für Ein- und Ausjahren, da kann man dann zum Beispiel die Weckzeit einstellen oder irgendwelche Modi sich aussuchen. Dann haben wir hier unsere Patent-Adapter-Platine, da sitzt ein Mikrocontroller drauf, der die Uhr im Grunde steuert. Also der übernimmt die ganzen Rechenaufgaben, da kann man eine Software drin spielen, die dann sich zum Beispiel darum kümmert, dass auf dem Display hier irgendwas Sinnvolles angezeigt wird oder aus dem Lautsprecher irgendein bestimmter Ton rauskommt. Also unsere Gelder bekommen wir von den Fachschaften. Das ist zum einen die Fachschaft Informations- und Medientechnik und die Fachschaft Elektrotechnik und Maschinenbau. Dann bekommen wir noch Gelder vom Stura und von einigen Lehrstühlen, zum Beispiel die Betriebssystemler, für die haben wir ein paar Platinen gemacht und im Gegenzug dann Bastelmaterial gekriegt. Und intern finanzieren wir uns über Mitgliedsbeiträge. Das sind 10 Euro pro Mitglied im Semester. Und so eine kleine Getränkekasse, die wir hier führen. Wer sich für den ECHO interessiert, ist zu den wöchentlichen Sitzungen am Dienstag ab 17 Uhr im LG 10 herzlich willkommen. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Eine Mitgliedschaft eröffnet einem alle Möglichkeiten des ECHOs.